Rintal-Oberländer-Verbandsschwingfest am 2. April in Altstetten, gerade bei der Schulanlage Schöntal. Grusiges Wetter hat man vorher gesagt. Dauerregen, kalt, aber es ist dann ganz anders rausgekommen. 3300 Zuschauerinnen und Zuschauer sind mehrheitlich verwöhnt worden von schönem Wetter. Zwischen die hat es mal ein bisschen geraupelt, ein bisschen geregnet, aber meistens war es schön gewesen. Und der Ernst Pfrener hat sich einen Tarbe gemacht zum ersten Gang. Kommentar, alles live vom Ernst Pfrener. Einer der ersten Gänge am Rintal-Oberländischen Verbandsschwingfest macht der Grabser Berger Gassenzer Christian gegen den Gast aus der Südwestschweiz, Jeune Jérémy aus Villars-sur-Mont. Der Gassenzer Christian hat den Ohrenschutz an, ist der kleiner, untersetzter Schwinger und er geht sofort in die Offensive, wie wir sehen. Er ist einer, der vor keinem Gegner Angst hat, aber körperlich ist er sicher. Gegen viele Schwinger im Nachteil, da sieht man jetzt auch hier, sein Gegner ist da sicher stärker postiert. Aber der Christian, ja, jetzt kommt zwar gerade ein Zug vom Gegner, und der Christian hüftert und kommt jetzt aber gerade selber fast runter. Und der Südwestschweizer Gast versucht jetzt, den Christian am Boden dingfest zu machen. Keine schöne Ausgangslage führen, aber er kommt nochmal führen. Er kommt noch mal führen. Schön hat er das gemacht. Ja, er ist zäh. Und wie wir Grabser sagen, auch kiebig genug, um gegen jeden Gegner etwas zu probieren. Christian hat auch noch einen jüngeren Bruder, der im Rintal-Oberländischen Schwingverband schwingt. Fußstichli jetzt von dem Mund. Jetzt hat er ihn aber wunderbar reingelegt. Bravo, Christian. Sein jüngerer Bruder ist der Daniel. Er schwingt bei den Jungschwingern recht erfolgreich. Und er ist sicher heute unter den Zuschauern oder sehr wahrscheinlich bei den Helfern. Teufelibub oder weiß auch nicht, wann er muss machen muss. Irgendetwas im Job hat er bekommen. Ja, auf dem Platz 1 haben wir jetzt eine der ersten Spitzenpaarungen. Der Schlegel-Retto vom Flumserberg gegen den Bündner Jörg Gorsin. Der Schlegel-Retto hat die Zunderfahrt zum Hallenschwingen mit dem Orlik Amon, der leider heute nicht da ist, können den Schlussgang machen und hat jetzt gerade mit einem Blattwurf übersprungen, hat er können den Jörger Gorsin in Segmelie betten. Reto Schlegel ist heute weg, glaube ich. Da man Rico mit dem Bert Fabian ist ein weiterer Spitzengang, das sind beides Kranzer, das heisst, die haben am Kantonalfest einmal einen Kranz gewinnen. Oh, da war aber ein kurzer Gang gewesen. Der Sennenschwinger, der Bert Fabian, konnte gerade gewinnen. Da ist natürlich rassig gegangen, so habe ich nicht einmal nachmögen mit schauen. Faust Schettil vom Schwingclub Wartau. Er hat es zu mit dem Dückre Etienne, einem weiteren Gast aus der Südwestschweiz. Der Faust zücht schon. Sein Spezialschwung ist der Kurz. Er hat jetzt aber bereits einen Konter einstecken. Das sind beides Kranzer. Der Dückre natürlich mehr in der Südwestschweiz und der Faust Schettil hier im St. Galler Kantonale schon den Kranz machen können. Er ist geladen, hat er mir gesagt. Er will hier am Rintal-Oberländer etwas zeigen. Jetzt probiert er es am Boden. Ah, der Dückre geht raus. Und so müssen sie wieder frisch greifen. Jetzt kommt es noch zu den Noten. Wenn es ein attraktiver Gang ist, kommt ein Schwinger eine 9 über. Wenn nicht so viel läuft, oh, der Dückere kontert. Und jetzt hat er können Platt gewinnen. Ah, eine kleine Enttäuschung für den Faust Schettil. Aber er hat alles probiert. Er hat dem Stärkeren müssen den Vortritt geben. Das war kurz vor Ablauf gewesen. Vielleicht noch zu den Spitzenschwingern. Leider mussten ein paar Eidgenossen absägen. Einmal waren 9 abgemolden, jetzt haben wir noch 5. Jetzt züchtet Schneider Domenik wieder, aber der Bernold konnte ausweichen. Natürlich vermisst man stark den Giger Semi, der immer noch an seiner Schulter- und Nackenverletzung herumkuriert. Dann hat abgesagt der Toggenburger Schlegel Werner, den wir sehr gerne da unten noch gesehen hätten. Auch er ist verletzt. Abgesagt hat auch der Gott Marco, der Saganser, der vom wo letztes Jahr den eidgenössischen Kranz können machen konnte. Im Schlussgang mit dem Roger Rudi im letzten Gang. Und eine Art für mich überraschend. Er konnte
den Eidgenoss abholen. Bernhard Edi versucht auch mit dem Fuß einzuhinken, in einer Hocke. Jetzt kommt der Schneider, man konnte. Und jetzt ist passiert, Plattwurf. Zini. Das war der, was ich gesagt habe, die beiden Schneiderbuben trügen. Also wenn ich hier so vom Pressewagen raus schaue und das prächtige Wetter war, man glaubt es fast nicht. So schlechte Prognose war. Und jetzt haben wir Sonnenschein, Wolken sind wohl da. Hoffentlich hebt das auch den ganzen Tag, dann hätten wir da prächtig Schwingfest. Und Zoka wird belohnt für eine grosse Arbeit, die sie kennen im Vorfeld, bei schlechtem Wetter. Jetzt sehen wir wieder zwei Sennenschwinger. Der Kuster Thomas in der hellen Hose. Gegen den Signer Andi. Das sind wieder zwei Teilverbandskanzer. Ja, jetzt müsste ihn da noch etwas rein. Jetzt probiert er es wieder auf der Seite her, wie ich gesagt habe. Thomas, aber der Signer Andi ist gewappnet und so ruft der Kampfrichter den Gang ab. Da wäre ich jetzt gespannt aufs Notenblatt. Also das ist von mir aus gesehen ein 8-7-5 und keine 9. Der Schlepper von Markus, auch schon ein älteres Semester, ein Routinier. Er ist nicht so ein Ringengegner zum Nehmen, weil er auch versteht, sich gut zu verteidigen. Jetzt geht er sogar in Angriff über und versucht, den Rebsamen am Boden zu nehmen. Ja, ist saufrecht, wie der Markus hier angeht. Mit dem Hüfter hat er es probiert. Hat den Rebsamen am Boden gebracht. Oh, jetzt sieht es nicht gut aus. Rebsamen Marcel hebt seine Schultern. Eine Verletzung, die bei den Schwingern leider sehr oft vorkommt. Ich habe vorher vom Giger Semi geredet, der es ebenfalls so mit der Schulter und dem Nacken zu tun hat. Ja, er hebt sich Schlüsselbein, Schultern rechts. Wäre schade, wäre wieder ein Eidgenoss weniger, der heute den Wettkampf bestreiten könnte. Wir hören hier vom Speaker, dass der Zwissig Raphael hier sein letztes Schwingfest, Zahlstätte nun, ist natürlich nicht weit von Gäse weg, wird bestreiten, nachher die Schwingerhose an den Nagel hängt. Mal schauen, was er noch macht, ob er hier noch voll trainiert hat oder sein Plan, hier sein letztes Schwingfest zu bestreiten. Vielleicht nicht mehr die gleiche Energie aufgebracht hat im Wintertraining. Aber wir lassen uns überraschen. Otamian, ein schlachsiger, grossgewachsener Schwinger, Zwissig. Einer, ja, untersetzt kann man nicht sagen, mit der Postur, die er hat. Aber gleich von der Größe her nicht so wie dort. Und dort kommt gerade in den Haken rein. Hat dann jetzt in der Seitenlage, auch da gibt es keine Entrinnen mehr. Das ist für den Raffi fertig. Jawohl, und er kann über Druck an den Boden. Das gibt jetzt für den Otamian eine 9,75, weil es kein Blattwurf ist. Und Zwissig Raphael hat eine 8,5, weil er zu wenigen können zeigen in dem Gang für eine 8,75. Da sind einmal die Unterscheidungen, wo die Kampfrichter am Tisch machen, wenn sie die Gänge bewertet und bepunktet. Jetzt zieht der Schneider mit einem Kurz. Der Rot hat das können parieren und probiert jetzt selber in Angriff zu gehen, aber wenn der Schneider hersteht wie ein Felsen, dann gibt es da nicht viel zu rütteln. Gerade noch etwas Interessantes gehört jetzt vom Tisch, vom Speaker. Jetzt. Da muss ich noch schnell fertig schauen. Da, ja, da gibt es keinen drinnen mehr. Oh! Habe ich zu früh das Resultat voraussagen. Der Rot hat sich super rausdrehen. Schneider hat nicht fertig machen können. Nein, er hat gerade etwas erzählt, es gibt keine Notenblätter mehr auf den Tisch, sondern die Kampfrichter haben jetzt alle Tablets und gehen dort ihre Noten ein und das geht sofort ins Einteilungsbüro. Und dort können sie dann schneller wieder die neuen Einteilungen machen, als wenn die Notenblätter alle eingesammelt wären und zurückgebracht wären. Das ist natürlich ein weiterer technischer Fortschritt, den man hier auf den Schwingplätzen offenbar die Saison sieht. Ich bin gespannt, ob sich das bewährt oder ob man dann nicht wieder die Notenblätter vorholt. Jetzt aber wieder zum Kampf. Die beiden greifen wieder zusammen. Jetzt kommt wieder ein Kurz,
Aber jetzt, da würde mich jetzt verwundern, wenn der Rot da nochmal rauskommt. Denn der Gewicht von der Schneider Domenik kann oben hinlegen. Und es ist tatsächlich so, er kann ihn überbrücken am Boden. Und so damit sehr Skrützli vom heutigen Tag machen. 9,75. Rot nehme ich jetzt an, eine 8,5. Aber ich will hier den Kampf nicht vorgreifen. Auf jeden Fall ist der Schneider Domenik für mich heute der Top-Favorit. Bin gespannt, wie er das Fest heute beendet. Vielleicht kann ich da noch nachholen, zwei Gänge. Also der Kapserberger Gassenzer Christian hat seinen zweiten Gang auch gewinnen, erfreulicherweise. Und der Faust Schettil, Zweitlokalmatador vom Wartau, hat seinen zweiten Gang gewinnen, nachdem er den ersten gegen den Südwestschweizer Gast verloren hat. Schneider Mario versucht, alle in Kreuzgriff hindern zu kommen. Der Rote klaut das natürlich nicht zu. Und dann habe ich noch eine schlechtere Nachricht. Der Eidgenoss Rebsamen Marcel hat den Wettkampf wegen seiner Verletzung, die er gegen den Schlepper Markus eingefangen hat, an den Schultern, müssen den Wettkampf aufgeben. Ich denke, gescheiter so im ersten Frühlingsschwingfest, dass man schaut, dass die Verletzung schnell ausgeheilt werden kann, auskuriert werden und dann wieder frisch ins Segment zurückkommen. Aber leider wieder ein Eidgenoss, der nicht mehr kann schwingen. Jetzt haben wir noch vier Eidgenossen. Oh, das ist ein schöner. Das ist jetzt ein schöner Haken vom Schneider Mario. Und der Rotach hat da nur noch eine Platt auf den Rücken zurückgehen. 10 für den Mario. Lars 8,5. Lehn, Herr Cedric, wirklich, ja, ich kann nicht sagen, ein Draht, aber schon noch wirklich noch wacker untersetzt. Er ist noch am Aufbauen von seinen Muskeln. Jetzt kommt der Gamme. Oh, der ist aber platt gewesen. Ja, der hat recht geklipft. Der ist platt oben runter. Zwissi Raphael mit dem Zeni. Und der Cedric Lehner, hier ein 8,5. Ja, das sind so Lernprozesse, die jungen Schwinger mitmachen müssen. Zwissi Raphael, sein erster Sieg, nachdem er im ersten Gang ja verloren hat. Bernold in der hellen Hose, Alphabet B vor dem O, Ott in der schwarzen, dunklen Hose. Ja, der Bernold lässt schon nicht recht greifen. Er hat auch einen Kopfschutz an. Die Kopfschutz müssen jeweils gezeigt werden. Also die müssen, kann man nicht irgendetwas anlegen. Das sind Ohrenschütze, damit es nicht so verkrüppelte Ohren gibt vom Schwingen. Da hat es einige Schwinger, vor allem auch junge Schwinger, die solche Schütze anlegen. Ja, jetzt sind dann die 5 Minuten auch schon bald wieder rum. Ich muss jetzt sagen, dass da der Ort noch etwas herbringt. Der Bernold steht hier tief, dass der Ort nicht zeuchen kann. Er versucht es jetzt, aber jetzt kommt schon wieder ein Konter vom Bernold. Er macht das nicht schlecht. Er macht das nicht schlecht. Ort zücht, Bernold hängt sich dran. Ja, der Ort kann nichts anfangen mit dem. Ja, jetzt geht es nicht mehr lang. Rot wartet, pressiert. Er will da noch mal etwas erreichen. Kampfrichter schaut schon auf die Uhr. Oh. Da, kleine Überraschung. Der Bernold leitet hier alle hier für den Rintal Oberländischen Schwingerverband ein und kann am Ort, dem Favorit, einen Gestellten anhängen. Jetzt kriegt Florian. Und Schneider Domenik. Bin gespannt, was die beiden machen. Riget
Habe ich vorher schon gesagt, der hätte ja dort den Hocholdinger nehmen gegen den Schluss des Kampfes. Und er kommt von Frilchen. Dugi. Und schon ein Semigriff und schon geht's los. Und der Schneider Dominik mit seinem Gewicht hat er ihn schon bereits in einer sehr ungemütlichen Lage. Rigitt, Florian, da gibt es keinen drinnen mehr. Er hebt ihn fest, am Schlüssel, am Armschlüssel und an der Hose. Da muss ja immer ein Griff an der Hose sein, dass der Wurf gilt. Und da wird der Rigitt nicht mehr rauskommen. Der Schneider Dominik hat auch Geduld, wartet, bis es soweit ist. Standhaft hebt der Rigitt Florian dagegen. Aber jetzt kann er ihn überdrücken. Und der Kampfrichter, es geht gut. Taggewicht mag man nicht lange ausgeben. Schneider Dominik, sein zweiter Sieg. Schon im ersten Gang gesagt, für mich ist das heute Kronfavorit auf den Tagessieg. Und der Rigitt Florian nach seinem ersten gewonnenen Gang geht er jetzt natürlich ein bisschen zurück. Ja, der Buch macht das verflixt gut. Also ich bin ganz überrascht, wie er da dem Rot die Stange heben kann. Mal bis jetzt noch. Und gern nicht so stark in der Defensive muss arbeiten. Ein innerer Brienzer. Nicht gelungen. Jetzt zücht er ihn ein. Da sieht man natürlich auch Gewichtsunterschied zwischen den beiden. Der Rot-Martin und der Buch. Schön, wie der Jodler-Club Baldstätte, wo hier dann noch ein zeitgenössischer Zug geht, im Hintergrund seine Lieder zum Besten bringt. Aber wir konzentrieren uns auf die letzten Sekunden. Oh, jetzt ist aber ein schneller, blitzschneller. Was ist das für ein Schwung? Ja, nicht einmal recht gesehen. Jetzt ist der Rot aber schon in einer besseren Lage. Jetzt Buch, heb dich. Oh, schön über den Kopf rein fort. Schön über den Kopf rein fort. Und jetzt heisst es, jetzt konnte er gewinnen. Dein, auf dem Kampf kannst du aufbauen, ist dich sehr gut gewirrt. Und der Rot-Martin holt hier einen Sieg gegen den jungen Buchtin vom Schwingclub Mittelrhintal. Ich habe einen ganz entspannten OK-Präsidenten neben mir zu, Peter Goray. Er ist ja noch Präsident des Schwingclub Mittelrhintal. Ich glaube, diese Woche bist du nicht alle so entspannt gewesen, Peter. Nein, nicht immer, nein, gerne nicht. Von Anfang an der Woche hier, was Wetter, also der Wetterbericht gerne nicht gut geht. Vor allem Schwingfest, der Aufbau ist ein egal. Also egal auch nicht, gibt einen Muss, aber lieber es regnet am Aufbau als den Festtag. Aber wenn man jetzt hier schaut, morgen um 10 Uhr gesehen hat, wie viele Leute schon da sind, ist ganz schön schauen. Ja. Peter, ich mag dir da von Herzen gewinnen. Aber ich frage mich, was habt ihr hier für eine Abmachung mit dem Petrus gehabt? Wie viel habt ihr hier müssen zahlen, dass es so helles Wetter ist zum Schwingen? Ja, danke, ja. Ja, wir haben nicht müssen zahlen. Wir haben einfach immer gefolgt und ausgegessen, oder? Also wegen dem Folgen. Ja, ich nehme es jetzt einmal so. Aber ihr habt das wirklich toll hergebracht. Man hat ja wirklich gerne nicht gut gesehen auf das Ding her. Peter, noch zu dir schnell. Was tust du beruflich, nebst dem, dass jetzt hier OK-Präsident und Präsident vom Schwingclub Mittelrhintal bist? Ich bin der Logistik tätig, bin dort im Teamleiter auch. Ja, dort ein bisschen eigentlich Logistik im Bausektor tätig.
Dann hast du aber einen guten Chef, dass er dir so viel Freigegeben hat diese Woche, dass du ein bisschen schauen konntest, dass es so läuft. Genau, ich habe das Glück gehabt, dass ich mein Team selber einteilen und habe gespürt, dass ich Ferien habe. Aber ich auch einen guten Chef, der mir es gegeben hat. Ja. Das ist schön, so, wenn das zusammen tut. Du, Peter, ich will noch schnell vom Schwingen von dir noch schnell reden. Was sind deine grössten Erfolge, die du als Schwinger hast? Der grösste Erfolg sicher zwei Plätze im St. Gallen Kantonalen, wo wir den Lebenpreis entgegennehmen. Der NOS-Kranz Davos 2017 und die Teilnahme bei den eidgenössischen Burgdorf Festival und das Unspunnen am 17. wo halt die 120 Besten von der Schweiz sind, wenn du da mitmachen darfst, schon etwas Spezielles. Ja. Peter, ich muss jetzt schon ehrlich sagen, ich halte meinen, von dir könnte man noch mehr rauspressen. Das war meine Meinung und du hast jetzt das so gemacht. Dafür hast du jetzt Funktionen, die ja sehr wichtig sind, die du jetzt machst. Und das ist ja auch nicht zu verachten. Das stimmt vielleicht. Ja, damals hat man selber nicht geglaubt oder selber nicht gewusst, wie stark das man ist. Hat dann die Schnauze voll gehabt, mal wollen hören und im Nachhinein denke ich mal, es wäre mehr Ding gelegen, aber ich bin zufrieden, wie es ist. Eine schöne Karriere, ich habe viele gute Kollegen kennengelernt. Das ist auch wichtig. Sehr wichtig, so gerne im Schwingen, die Kameradschaft untereinander. Jetzt noch etwas. Hast du jetzt gleich ein paar Absagen müssen entgegennehmen heute, die am wehtun oder den Zuschauern einmal wehtun? Was haben die? Also vom Giger-Semi weiss man es, Nacken, Schultern. Was ist denn mit dem Schlegelwerner? Schlegelwerner, da weiss ich ehrlich gesagt nicht. Der Gampani hat sich gemolden bei uns, hat immer noch Zwicken im Rücken. Ja, und jetzt fürs Fest ist es halt einfach noch zu früh, jetzt, um einsteigen. Der Brockard Johann auch, der hat den Bandscheiben etwas. Aber ja, da ist, es ist immer schade, es kommen viele Zuschauer wegen diesen Keks. Vor allem der Campani, wo man so in der Umgebung nicht so viel zu sehen bekommt, vielleicht wenn man es eidgenössisch geht. Da ist immer schade, wenn die nicht kommen. Vor allem mich interessiert der Sport schon seit Jahrzehnten. Ich war letztes Jahr am 16. Eidgenössischen. Und ja, es ist einfach spannend, wie der Albert schon gesagt hat. Von morgen bis am Abend ist etwas los. Und ja, du musst eigentlich warten bis zum Schluss, bis du weißt, wer gewonnen hat. Ob ich den Mann auf dem Platz 3, der Zwissi Raphael, weiss, dass das im viertletzten Gang ist in seiner Karriere, wo er im Segmel hinmacht. Er tritt heute, wie ich schon gesagt habe, zurück. Und er kommt zu über mit dem Mürschwiller. Rüeg Fabian. Der Rüeg Fabian hat ein dunkles Hemd an. Haben beide schwarze Hosen an. Ist ganz, nicht ganz nach dem Reglement, aber sie haben jetzt einfach die Hose genommen, die gerade rumgelegen ist. Jetzt wollen wir schauen, ob es noch etwas gibt. Jetzt wissen sie gerade, viel lange wieder ab, die Hose. Und schon sind sie wieder am Platzrand. Ja, also da. Es gibt keine Maximalnote und jetzt haben beide einen Gestellten. Zwissi Raphael, der erste verloren, der zweite gewonnen. Der dritte jetzt gestellt, jetzt hat er den von jedem einen. Und jetzt kommen dann noch seine letzten drei Gänge. Wir sind im dritten Durchgang und haben hier bereits die erste Spitzenpaarung. Hochholdinger Roman Bündner, Teilverbandskanzler gegen den Rot Martin, der Appenzeller Eidgenoss aus Herisau. Sind schon wieder an der Arbeit. Und Hochholdinger ist eher ein bisschen im Vorteil, natürlich körperlich auch, aber vom Schwingen her müssen auch der Rot-Martin. Jetzt hat er ihn gerade übertreibt mit dem Bodenschwingli. Das war ein typisches Schwingli vom Rot-Martin. Eine Spitzenpaarung, der Otamian, Kilchberg-Sieger, Bernold Edi, nach dem Bernold Christian kommt er jetzt gerade den Bernold Edi über. Bernold Christian hätte er stellen. Wenn wir schauen, was er mit dem Bernold Edi macht. Dort Damian hat einen Kniekehlengriff und verrutscht ihn. Aber der Bernold Edi kann abdrehen. Jetzt sieht es ungemütlich aus. Das ist aus einer Stellhaltung, die der Damian nicht ungern hat, den Boden so. Da hat er Schöppen ein können übertreiben. Jetzt kommt sein Müngermurks, aber er lässt jetzt los, weil es am Platzrand ist. Und er geht wieder in die Mitte. Jetzt zieht der Ort kurz und will ihn auf die Seite leeren. Der Edi Bernold. Bernold Edi will weg. Da ist sein Müngermurks am Platzrand. Muss er ihn aber rein. Ah, gibt ihn. Da ist der Spezialschwung, wo der Ort schon einige Mal noch stärkere Gegner hätte übertreiben können. Und das gibt eine 9,75, weil es kein Plattwurf ist.
Edi Bernold. Sehr wahrscheinlich nur ein 8-5. Bertsch Fabian ist bis jetzt gut auf der Hut. Schneider Mario ist natürlich auf dem Papier der stärkere Schwinger. Aber da hat es auch schon Überraschungen gegeben. Und das ist ja das, was Schwingen so interessant und spannend macht. Jetzt ist wieder Abwarten angesagt. Mario zücht wieder. Fabian verhebt, wo er kann, wie er kann. Jetzt geht es natürlich auch schon wieder am Ende zu. In dem Gang. Mario muss noch etwas mehr machen, als das er bis jetzt gezeigt hat. Sonst hat er dann hier da ein Strichli statt ein Kreuzli auf seinem Notenblatt. Strichli ist ein Gestellter. Ein Bolle oder ein Null ist ein Verlorener. Und ein Kreuzli ist ein Sieg. Jetzt geht er in Kreuzgriff, der Mario. Lässt aber wieder los. Fabian lässt ihn jetzt nicht greifen und geht wieder raus zum Griff. Ja, Mario, jetzt glaube ich, musst aber noch einen Sieg bringen, den Zug bringen, sonst ist dann aus, die Maus. Oder eben nur gestellt. Das ist sicher nicht im Sinn von Mario. Jetzt sagt er gerade eine Minute an, das tun sie einmal. Jetzt, jawohl, das war jetzt ein Plattwurf. Er holt den Zehner wieder, fast gleich wie bei den letzten Gängen. Und der Fertsch Fabian muss sich das Segmel vom Buckel abreiben lassen. Er gehört vom Speaker, dass der Schlepper Markus im 2019 gewonnen hat, aber da macht er jetzt nicht lang. Da ist ein Zug, also das Gaps hat der Schlepper Markus noch im 19. gewonnen. Jetzt hat aber der Schneider Domenik kurzen Prozess gemacht. Rums, Bums und im Segmel ist er gelegen. Verschrecken Sie nicht. Der Spitzengang ist ein Liechtensteiner, der antritt gegen den Ott Damian. Der Liechtensteiner ist der Raschle Urban, der schwingt für den Schwingclub Mels, also im Rintal-Oberländischen Schwingerverband. Und der Raschle Urban ist ganz vorne klassiert im vierten Rang mit 28,50 Punkten. Und jetzt, wenn wir schauen, wie sich der Wert hier. Aber es ist ja schön, dass wir hier Liechtensteiner auch wieder dabei haben. Es ist nicht das erste Mal, dass Liechtensteiner im Rintal-Oberländischen Schwingerverband mitschwingt. Und er hätte ja bereits einen Kranz können machen am St. Galler Kantonalen. Oh, aber jetzt hätte er schnell müssen unten rein. Oh, Damian, Gott, was war das? Ein Haken. Und das ein äußerer Haken war es. Und der hätte gar keine Platte, sag mal bitte. Dort Damian, der liegt auch an vierter Stelle mit 28,50 Punkten und er macht jetzt einen rechten Gump. Fürschi. Kuster Thomas dort mit dem einheimischen Kobler Janusz vorbereitet schwingen. Die sind natürlich auch vorne klassiert. Kobler Janusz ist also im vorderen Feld und der Kuster Thomas hat auch mit zwei gewonnenen und einem gestellten im vierten Rang mit 28,50 Punkten. Und so ist das natürlich jetzt auch eine Spitzenpaarung. Jetzt wissen wir fast nicht mehr auf welchen Platz dass wir schauen sollten, auf dem 1 oder auf dem 4. Dort ist nämlich der Bernold Michael mit dem Lehnherr Cedric dran, auf dem 1 als Spitzenpaarung. Der Bernold ist der bestplatzierte Rintal-Oberländer im dritten Rang
mit 28, 75 Punkten. Zwei gewonnen und ein gestellten. Und Lenia Sedrig ist im fünften Rang mit 28, 25 Punkten. Und der Bernhard Michael, wenn er denn da noch um den Tagessieg etwas mitreden will, dann muss er den Gang natürlich gewinnen. Auf Papierform würde für den Bernhard natürlich reden. Das Auge haben wir auch auf dem Platz nebenzu mit dem Kuster Thomas und dem Kobler Janusz. Aber an beiden Orten kann der Hans-Jürg jetzt nicht filmen. Wird nicht gut. Übrigens, wenn wir schnell die Rangliste noch anschauen, wenn gerade nicht viel läuft, können wir sagen, dass das Schwingfest fest die Thurgauer Hände ist, auch ohne Gigersemi. Die beiden Schneider führen die Rangliste an. Der Mario hat 30 Punkte. Und der Schneider Domenik 29,50 und dann kommen mit Abstand die Drittrangierten mit 28,75 Punkten, eben zum Beispiel der Geisser Lars und der Dückre Etienne, der Bernhard Michael und der Kobler Stefan. Jetzt ist aber der Bernhard Edi da in der Oberhand und wenn er den Gang jetzt, ja, da geht es nicht mehr lang. Er wehrt sich. Der Lehnherr Cedric wehrt sich. Er ist ein Kranzer. Der Bernhard ist ein. Michael ist ein Teilverbandskranzer. Ja. Ah, da kommt er nicht mehr raus. Also, da wäre ja wirklich. Jetzt glaube ich gittern. Jawohl. Also, der Bernhard Michael bleibt vorne dran. Ist zwar nur 9,75, aber. Er ist vorne dran. Und dann können wir noch überschwenken in einen anderen Spitzengang. Und dort ist der Kuster Thomas. Hat dort eine leichte Oberhand gegen den Kobler Janusz. Jetzt weiss der Hans wieder fast nicht, auf welchen Platz das er soll. Vom Platz 1 ist Geisser Lars gegen den Schneider Mario. Geisser Lars ist im Rang 3b. Geisser Lars kommt vom St. Galler Schwingclub, Stadtverband. Und der Schneider Mario, wie ich vorher schon gesagt habe, allein an der Spitze mit 30 Punkten, 3 gewonnene Gänge, alles mit einem 10. Darum führt er die Rangliste so klar an. Mal schauen, ob der Geisser Lars da etwas dagegen hat, dass der Vorwärtsmarsch weitergeht. Jetzt gewinnt der Kobler Janusz. Also das ist jetzt eine Überraschung für mich gegen den Kuster Thomas. Kobler Janusz ist ein Kranzer. Und Kuster Thomas ist ein Teilverbandskranzer. Also das ist jetzt eine leichte Überraschung. Und der Kobler Janusz ist im dritten Rang mit 28,75. Und ich glaube, das war eine Platzszene. Dann könnte das für einen tollen Spitzenrang langen. Aber jetzt wieder zum Schneider Mario mit dem Geisser Lars. Also wenn jetzt der Schneider Mario den Gang noch stellen würde, wäre er natürlich immer noch an der Spitze. Spitzentrio, sage ich jetzt mal. Und der Geisser Lars, wenn er vorne etwas noch will mitreden will, dann müsste er den Gang jetzt für sich können entscheiden. Aber so wie es aussieht, er schwingt eher defensiv. Platziert sich tief und tut den Kopf einstellen. Was eigentlich nicht erlaubt wäre beim Schwingsport, aber dann müsste der Kampfrichter da Machtwort reden und das unterbinden. Ja, also da müsste jetzt der Kampfrichter schon mal einschreiten. Ja, absolut.
wenn einer so klar den Kopf einfach einstellt und dem Gegner so keine grossen Möglichkeiten gibt, um etwas zu machen. Jetzt kommt noch jetzt ein Konter vom Geisser. Lars Schneider, Mario noch eine Aufmühe, aber er hat sich ausdrehen. Kampfrichter schauen bereits auf die Uhr. Ruf noch mal gut. Oh! Macht doch der wieder eine Szene, der Schneider Mario. Hat eine Art Alligang praktisch gleich gewonnen in den letzten Minuten. Und macht wieder einen Plattenwurf. Also der Schneider Mario reißt die Furt davon. Er hat jetzt sicher 40 Punkte. Und jetzt freuen wir uns noch auf den Schneider Dominik mit dem Ducré Etienne. Die Freiburger haben überhaupt ein paar ganz gute Schwinger. Jetzt kommt aber der Schneider Mario. Schneider, ja jetzt. Nein, ist noch nicht gut. Kampfricht, wohl, gibt ihm's. Aber da wäre dann nur 9,75, wenn es auf den zweiten Wurf ist. Dann hätte Schneider Dominik wieder ein Viertel verloren auf seinen Brüder. Und werde mit 39, 25, 3 Viertel Punkte hinter seinem Bruder Schneider Mario. Ob sich die schon im fünften Gang zusammentun oder ob sie auf den Schlussgang sparen, die zwei. An meiner Stelle würde ich jetzt die auf den Schlussgang sparen. Ja, wir sind hier in der Spitzenpaarung vom fünften Gang. Da geht es jetzt um die Schlussgangqualifikation. Kobler Janosch und dem Schneider Dominik. Gerade gesagt worden, der Dominik hat 39,25 Punkte und der Kobler Janosch hat 38,75 Punkte. Schneider ist im zweiten Rang, der Kobler Janosch im dritten. Hat auch ein Kollege von den Medien, sagt Schneider Dominik will einen Zehner. Wenn wir schauen, ob er das herbringt und ob der mir recht hat, da neben mir zu. Er zücht wieder. Oha, und schon den Konter vom Janosch. Ja, ja. Also posturmäßig bringt der Janosch schon etwas mit. Ist übrigens ganz ein guter Jungschwinger gsi. Ist ein eidgenössischer Jungschwingertag gsi. Zwei gemacht dort. Müssen wir schauen. Jetzt zücht er wieder. Zücht er kurz. Er ist wieder auf dem Ellenbogen. Und jetzt? Ja, das wird eng. Wenn er einen Zehner will, muss er ihn auflassen. Ja, hat ihn angehoben. Lange es für Szene? Ja, das ist nicht so sicher. Auf jeden Fall ist der Favorit hat den Gang sicher für sich können entscheiden können. Jetzt kommt der Schneider Mario und Damian. Übrigens haben wir gerade vom Rechnungsbüro gesehen, dass der Schneider Dominik eine 10 bekommen hat. Sein Rückstand auf seinen Bruder Schneider Mario ist ein 3/4 Punkt. Jetzt wollen wir schauen, was da passiert. Da, Damian wäre rein vom Ausweis her eigentlich zu favorisieren. Er ist Eidgenoss. Hat Schneider Mario ist eben nicht Eidgenoss geworden, aber hat heute gute Gänge gezeigt. Oh, der Ott schon mit dem Übersprung will anfangen. Der Mario hat sich können ausdrehen. Ja, die Hälfte ist sicher schon vorbei im Gang. Und Daniel muss offensiver werden. Er passiert es mit Anzügen und Überdrücken. Jetzt mit dem Gamme. Ja, der Mario mag es geben bis den Rand raus. Also müssen sie wieder rein. Der Ott probiert es nochmal, jetzt mit Kreuzgriff. Der Schneider Mario verhebt vorne hier. Und jetzt ist da passiert, was wir an Auto vermutet haben, die beiden Stellen. Ott Damian ist weg um die Spitze und der Schneider Mario wartet jetzt auf seinen Brüder im Schlussgang. Nicht mehr wunder, was die beiden jetzt zwischen dem fünften Gang und dem Schlussgang machen, die beiden Brüder. Sie kennen den anderen natürlich in- und auswendig. Und ich freue mich auf den Schlussgang zwischen den beiden flotten Brüdern. Schneider Dominik und Schneider Mario.
Ja, wir kommen jetzt zum letzten Gang vom VfL Schettil, Wartauer, Schwingklub Wartau. Er schwingt gegen den Rüeg Fabian, St. Galler. Schwingverein, Schwingklub. Der Fausch hat 46,75 Punkte, ist auf dem 8. Rang. Und der Rüeg Fabian hat 47,25 Punkte, ist auf dem 6. Rang. Also geht es hier noch um möglichst weit vorne in der Rangliste zu erscheinen. Der von diesen beiden gewinnt, sind beides Kranzer. Und ja, ich würde sagen, ausgeglichene Ausgangslage. Fausch Schettil hätte vielleicht gerne ein bisschen mehr erwartet, aber leider hätte er da nicht ganz können so das spielen, das den Tag, wie er es alle gerne nicht will. Jetzt aber schauen wir dem 6. Gang zu. Fausch Schettil hat die Hellhosen an, der Rüeg hat die Dunkelhosen an, sind beides Sennenschwinger. Übrigens hat sich der OK-Präsident sehr herzlich bedankt bei allen Sponsoren und Gabentempel-Spender und natürlich bei 3200 Zuschauern. Sehr schön für die Altstädter, für Soka, wo so viele Leute hier an dem ersten Schwingfest unserer Gegend in der, im Freien anwesend sind und da interessiert, diesen Schwinggängen zuschauen. Jetzt zieht der Faust wieder mit dem Kurz und der ist gut. Das ist eine Szene, sauber, ganz schön gewesen, schulbuchmässiger Kurz gewesen. Da hat er das Fest doch abschliessen mit einem tollen Schwung. Das gibt Zuversicht und macht Freude. Er hat jetzt in dem Moment 56, 75 Punkte und ist sicher vorne hin klassiert. Es sind zwei junge, aktive. Der eine ist der Ötli Retto. Der ist vom Schwingklub Wiel gegen den Gassenzer Christian vom Schwingklub Mittelrintal. Der Gassenzer Christian ist im 7. Rang mit 47 Punkten. Er hat 3 gewonnene und 2 verlorene Gänge. Also ein tolles Notenblatt. Und wenn er den noch gewinnen könnte, wäre er ja in der Spitze klassiert. Was mich natürlich sehr würde freuen. Ja, es geht eher nicht mehr so lange. Dem wäre schade, wenn es da einen Gestellten gäbe. Ich möchte jedem von beiden ein Kreuzchen gewinnen vom Notenblatt. Das heisst, jetzt wird wieder gezogen von beiden Seiten. Jetzt hat der Christian gestellt. Vielleicht kann der Hans-Jürg gerade umschwenken. Auf den Platz 4. Dort ist der Ott Damian nebenan mit dem Schmied Patrick. Der Ott Damian ist auf dem 6. Platz nach 5 Gängen mit 47,25. Der Schmied Patrick mit 47,50. Ein Rang weiter vorn, Rang 5a. Au, oh, jetzt kommt der Müller, jetzt kommt der Murks. Das ist Damian seine Spezialität. Was macht er? Ja, das ist sehr wahrscheinlich ausgestanden. Wenn wir schauen, ob er den mal rüberzüchen. Wenn wir schauen. Der Ott hebt den Fisch mit den Beinen, oben über die Schulter, Kopf und unten Züchter an der Hose. Schwung ist vielleicht nicht unbedingt schön zum Schauen für die Zuschauer, aber ist ein, nach der Regel, Müngermurks. Und sieht wirklich auch aus etwa wie ein Murks. Der Ott, der Damian lässt nicht los. Er lässt nicht los. Der wartet, bis er nicht mehr mag, dort unten hin. Und jetzt, was macht er? Packt er nochmal am Gestöss. Wohl, kommt er raus. Ja, nicht ganz. Er hat noch einen Armhebel. Jetzt, Ott lässt sich Zeit. Er ist in einer guten Ausgangslage. Ob das aber lange fürs Kreuzli. Wäre dann 9,75, weil es kein Plattwurf ist. Ja, jetzt glaube ich, hat das erreicht. Ott Damian macht einen Sprung nach vorne. Ist sicher, das vorderste vorne zu finden. Und der Schmied Patrick geht durch die Niederlage natürlich zurück.
Ja, wir sind jetzt auch im Höhepunkt von dem Nachmittag. Da wäre jetzt eben der Zwissig Raphael, der seinen letzten Gang hier bestreitet. Zwissig Raphael hat 57 Rennen gemacht in seiner Schwingfestkarriere. Ein eidgenössisches Strunder um 2013 in Burgdorf. Und er hat 3 Kantonalfester gewinnen. Und zwar sind die alle im Appenzellus gsi, bei den Appenzeller kantonalen Schwingfester. Von einem habe ich euch schon berichtet, wo er den Pfarrer Nöldi im Schlussgang einmal gewinnen konnte. Also, er schaut auf eine erfolgreiche Karriere zurück als Schwinger. Er war schon neben dem Platz ein sehr aufgestellter Bursch, ein flotter Kamerad auch unter den Schwingern, sehr geschätzt. Und er hat immer sein Bestes gegeben am Schwingplatz. Und sus hat ihm dem Frau schon gesagt, wenn sie nicht zufrieden ist. Und jetzt hat er können mit einem Plattwurf seine Schwingfestkarriere beenden. Herzliche Gratulation, Raphael. Er macht einen super Rang heute noch. Er war im Rang 7b, hatte 47 Punkte und kommt jetzt auf 57 Punkte und ist sicher vorne in der Rangliste. Jetzt lasse ich aber den OK-Präsident machen. Er tut den Zwissig Raphael hier verabschieden. Ja, Raffi, herzlichen Glückwunsch zu deinem letzten Sieg von deiner Karriere. Wie wir hier vorbereitet haben, darfst du die letzte Hose vom letzten Gang mit einem Nagel in die Schalltafel hineinhauen. Haust den Cäsium und den Kusten nicht gerade weg. Aber viel Spass. Dann müssen wir nachher mit dem Schwinkel Mehl zusammen machen. Machen wir doch alle gerade eine Welle. Alle Hände in die Luft. Fange ich hier beim Speakerwagen an. Ja, Raffi. Jetzt steht der Rücktritt gleich an unserem Führerstand. Meine liebe Michi Blässe im Abschiedsfest letztes Jahr gebeten hat, möchte ich mich oder mehr uns gerne auf den Anlass vorbereiten und dir einen würdigen Abschied bieten. Du hast zu mir gesagt, dass das sicher nicht bei uns sein soll. Wenn du gesund durchtrainierst, dann machst du die Saison auch fertig. Aus dem Grund haben wir nichts Grosses vorbereitet, aber so wie du mir am Donnerstag gesagt hast, willst du das gerne nicht. Ich finde es gleich schön, dass du am Rindtal deinen Rücktritt gibst. Viele Leute wissen wahrscheinlich nicht, dass du als Bubenschwinger mal bei uns zum Mundlingen trainiert hast. Genau, aus dem Grund kennen die viele von unseren ehemaligen Schwingern und Funktionären. Deine Erfolge lassen sich sehen. Zuoberst hat sicher die eidgenössische Kanz zu Burgdorf. Aber alle weiteren Erfolge werden nachher dem Michi Bless erzählen. Er kennt dich viel besser als ich. In deiner Schwingkarriere habe ich dich noch immer als Sportler als fairer Sportler gesehen. Auch in unserem Duell, wo du leider immer als Sieger vom Platz gegangen bist, haben es mir immer lustig gehabt. Sei es nach dem Gang oder auch bei der Ferie Tessin. Für diesen Moment und alle schönen Schwingen, die du hast, möchte ich mich und sicher auch alle Leute von hier bei dir bedanken. Mach's gut, Raphael, und ich hoffe, wir sehen in Zukunft noch viel auf den Schwingplätzen. Vor allem auch bei den Bubenfesten, wo dein Bub, der Jano, immer antreten. Herzlichen Glückwunsch und deinen Applaus. Ich darf euch noch etwas vom Raphael erzählen, was er alles erreicht hat. Raphael hat in seinen 20 Jahren als Aktivschwinger 57 Grenzen gekämpft. Von diesen 20 Jahren war der Raphael bestimmt 3 Jahre schwer verletzt und hat sich immer wieder zurückgekämpft, was ihm immer gelungen ist. Mit seinem Kampfesgeist hat er sich den eidgenössischen Kranz im Burgdorf 2013 erkämpft.
mit 5 gewonnen, 1 gestellten und 2 verlorenen, kommt er auf 75 Punkte. Im Ganzen hat der Raphael 5 Eidgenössische bestritten, 2007 in Aarau, 2013 in Burgdorf, 2016 in Estoyer, 2019 in Zug und 2022 in Prattelen. 2014 hat er das NOS-Team vertreten am Mundspunnen. Er hat sich 5 Bergrennen erkämpft, ein Wiesenstein, ein Rigi, ein Schwarzsee, ein Schwegalp und ein Stosskranz. Zudem muss man sagen, in unserem Kanton ist er sehr, sehr selten. Genau. Neunmal hat der Raphael an einem Teilverbandfest vor deren Damen treten dürfen. Einmal am Südwestschweizer und 8-mal am Nordostschweizer. 42 Grenzen hat er an kantonalen Kranzfest erschwungen, wovon er 3-mal das Appenzeller für sich entscheiden konnte. 2015 im Schönen Grund, 2016 in der Schwendi und 2022 in Urnäsch. 4-mal hat der Raphael ein Regionalfest gewonnen, wo er konnte für sich entscheiden, logischerweise. Raphael, alles, was du geleistet hast auf dem Schwingplatz, ist nur die Hälfte, was du neben dem Schwingplatz alles für den Schwingsport machst, was du für deine Kameraden machst und vor allem, was du für den Nachwuchs machst. Danke vielmals und schön, dass du weiter am Schwingsport vertreten bleibst. Schneider Dominik gegen Schneider Mario. Schneider Dominik ist vielleicht ein bisschen darunter, haben jetzt beide schwarze Hosen an. Aber von der Postur her könnten es Zwillinge sein, wenn wir das Gewicht hier anschauen. Nicht mehr Wunder, was die einmal so zu Mittag brauchen, bis wieder genug gegessen haben. Schneider Dominik hat im ersten Gang der Rot Martin gewonnen, Eidgenoss aus dem Appenzell, hat der Rige Florian gehabt, der Schlepper Markus, der Teilverbandskanzler, dann der Südwestschweizer Gast Dückre Etienne und der Rintal Oberländer Kobler Janosch. Schneider Mario hat mit dem Bernhard Christian gewonnen, der Roter Klaas können gewonnen, der Bertsch Fabian gewonnen, mit dem Geisser Lars ebenfalls gewonnen und im 5. Gang mit dem Ott Damian müssen stellen, mit dem Toggenburger Neueidgenoss. Die zwei haben sich schon mal getroffen im Schlussgang, im Thurgischen am Regionalfest im Schlussgang. Und da konnte der Schneider Dominik den Gang können für sich entscheiden. Jetzt lassen wir Bilder reden. Und der Schneider Dominik geht da bereits runter, wird gehen, Kampfrichter Gitten. Er hat den Brüder können überstoßen, herbeistellen und so damit hat er da würdigen Sieger am Rintal Oberländischen Schwingfest mit 6 gewonnenen Gang. Am Morgen haben sie es gesagt und sie sehen den Brüder nicht auf die Schulter, die haben gerade noch ein bisschen zu lupfen, die zwei, dass sie ihn aufbringen. Und jetzt kann er sich feiern lassen von diesen 3200 Zuschauern hier an dem Schwingfest. Ein würdiger Sieger aus dem Thurgi, Schwingclub Ottenberg, Brüderduell. Schön gewesen.